Herzlich willkommen bei Kayako. Mein Name ist Patrick. Wir haben jetzt schon einige Videos gemacht, wie wir die Dachträgersysteme installieren können, wie wir die Eckler-Ovalbügel montieren können, wie man die Boote auflädt. Und jetzt geht es ums Eingemachte, nämlich um die Sicherung des Bootes mit einem Zurgurt. Leute, ich mache das jetzt seit 10 Jahren und ich würde euch wirklich drum bitten, ihr braucht nicht diese Hardcore-Ratschen-Teile. Ja, also wir haben hier schon echt vieles erlebt. Die kommen an mit diesen Riesendingern, auch mit diesen kleinen Ratschen, die man hier halt irgendwie so festmacht. Ich glaube, so ein Spanngurt hier, der hält irgendwie eine Tonne und diese großen Ratschen gehen, glaube ich, irgendwie ab 1,5, 2 oder 3 Tonnen los. Ja, also ihr braucht wirklich nicht diese Hardcore Ratschen-Gedöns, um irgendwie ein Boot festzumachen. So ein normaler Zurgurt, das ist jetzt hier ein Eckler-Zurgurt, Länge 4,50 Meter, reicht völlig aus. Warum so ein Eckler-Gurt und nicht irgend so ein Billigding irgendwie aus dem Baumarkt? Wir haben hier extra noch mit Schaumstoff, haben wir hier eine Unterlegplatte, Möglichkeit, wie auch immer man das nennen will. Das ist hier fest mit eingenäht und fester Bestandteil dieses Zurgurtes. Wenn wir das gleich fixieren, werdet ihr merken, wofür der halt gut ist. Kleiner Tipp, wenn ihr das halt einmal so festgezurrt habt, bei diesen ganzen Billigspanngurten rödelt das hier, ob ihr wollt oder nicht, aber wenn ihr da irgendwie mit 80 über die Landbahn da prügelt, habt ihr immer so eine kleine Vibration drin und das wird auf Dauer eurem Boot Schaden, Kratzer zufügen, wie auch immer. Wenn ihr GFK-Boote habt zum Beispiel, habt ihr auf jeden Fall Kratzer drin, weil das Metall tut da seinen Job. So, zuallererst muss man natürlich immer kontrollieren, ob dieser Spanngurt auch in Ordnung ist. Ja, da gibt es auch viele zerfledderte Dinger, haben wir auch schon alles gesehen. Und da denkt man halt so, ja Mensch, wird noch irgendwie für eine Fahrt irgendwie reichen. Also immer darauf achten, ist dieser Spanngurt wirklich intakt. Den haben wir jetzt extra neu ausgepackt. Also hier wird alles super sein. Trotzdem noch einmal kurz ein bisschen nachschauen, den vielleicht auch ein bisschen glatt ziehen. Wir haben jetzt hier bei uns die beiden Seabird Discovery Modelle aufgeladen. Ja. Eins davon haben wir hier in dem Eckler Ovalbügelsystem reingepackt und das andere liegt ganz normal auf diesem nackten Träger. Bei diesem Eckler Ovalbügelsystem habt ihr hier oben direkt von der Firma einen kleinen Schlitz mit eingebaut. Und der ist laut Bedienungsanleitung dafür da, um in diesem Fall hier diesen Spanngurt so mit durchzuziehen. Ich möchte da der Firma Eckler nicht zu nahe treten, also nicht falsch verstehen, aber meine Empfehlung, lasst den Scheiß sein. Klingt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber wir haben halt hier unten haben wir hier halt zwei Schrauben. Und diese Schrauben allgemein auf diesem Dach habt ihr natürlich enorm viel Windwiderstand. Das heißt, da ist oben auch ein kleines bisschen Bewegung. Ist jetzt nicht sonderlich schlimm. Aber umso länger ihr halt diese Schrauben mit dran habt, umso mehr Bewegung haben halt auch diese Schrauben. Und ich habe es leider auch schon mal ein, zwei Mal allgemein jetzt gesehen, dass halt so eine Schraube auch mal irgendwie sich festsetzen kann, vielleicht rostet oder, je nachdem, wie lange ihr die Dinger drauf habt. Fakt ist auf jeden Fall, ich persönlich vertraue eher so einem Spanngurt, und ich mache das jetzt seit 10 Jahren, als zwei solchen Schrauben. Weil da kann ja auch mal irgendwie ein Industriefehler sein oder. Das heißt, beim Festmachen ignoriert aus meiner Sicht, ist meine Empfehlung, diese kleinen Schlitze und macht das hier über diesen Bügel fest. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Zuallererst schauen wir halt, ob der Spanngurt wirklich hier intakt ist und legen uns den hier auch einmal gerade hin. Ja, umso älter die werden, umso wuseliger werden die. Also mit dieser Schellenseite gehen wir zuerst hier durch und dann legen wir uns die hier doppelt einmal rüber, sodass die Schelle immer auf der oberen Seite liegt. Ziehen uns hier so ziemlich gleich lang rüber und gehen mit dem oberen, den wir zuerst durchgesteckt haben, einmal übers Boot und werfen uns den hier so ein kleines bisschen rüber. Nehmen die andere Seite und werfen uns die ebenfalls einmal rüber.
müssen jetzt halt hier immer schauen, dass wir hier nicht die Zoogurte irgendwie verknoten anhand von diesem Ovalbügel. Also achtet wirklich darauf, dass ihr immer den oberen, oder sprich den ihr zuerst einmal rüberzieht, den oberen Spanngurt sozusagen zuerst rüberpackt und danach erst den hinteren Spanngurt. So habt ihr hier halt eine gleichmäßige Abstandsgeschichte. Auf der vorderen Seite habt ihr hier jetzt auf der linken Seite die Schelle, auf der rechten Seite das Band. Und jetzt zieht ihr euch das hier so ein Stück weit mit rüber, ungefähr auf die Hälfte des Bootes, sodass ihr hier genügend Abstand habt, um das Boot halt gleich mit festzuziehen. Und die Seite mit dem offenen Ende schieben wir uns hier einmal durch. Bis zum Ende. Achten hier auch wieder drauf, dass wir uns hier diesen Spanngurt nicht vertüdeln. Und jetzt gehen wir, öffnen hier diese Klammer mit dem Finger und gehen von unten mit dem Ende von dem Spanngurt einmal durch und ziehen uns den hier fest. Hier halt wie gesagt so ein bisschen achten, dass der halt immer schön gerade ist. Und jetzt können wir den hier wirklich handwarm mit runterziehen. Kommt ein bisschen auch aufs Modell drauf an, also wenn ihr jetzt einen GFK-Kajak habt zum Beispiel, solltet ihr ein bisschen vorsichtiger sein, weil da natürlich Glasfasermatten drin sind, Gelcoat und da ist halt nicht so viel Bewegungsfreiraum mit drin als bei so einem PE-Boot. Also wirklich handwarm festziehen und das reicht schon aus. So, jetzt habt ihr hier natürlich ein ziemlich langes Ende. Und dieses lange Ende tüdelt ihr euch hier unten einfach so ein Stück weit mit durch. Wickelt euch das restliche Ende hier einfach so ein Stück weit mit rüber. Dass ihr ungefähr noch so viel Rest habt. Und jetzt macht ihr einen Halbschlag. Das heißt, ihr nehmt euren Finger, zieht den so ein bisschen rüber und das Ende hier geht dann hier in diese Schlaufe mit rein. Und dann zieht ihr das einfach fest. Und das macht ihr jetzt zwei, drei Mal. Also ich nehme mal hier meinen Finger, hab dann hier gleich die Schlaufe mit dem losen Ende gehe ich hinter den Spanngurt und ziehe hier fest. Nochmal. Also ich kann den hier auch gleich so ein bisschen mit hochnehmen. Mit dem Finger hier hinter. Dann habe ich hier drei so eine kleine Schlaufen. Kann hier nochmal ein bisschen ziehen. Da wird sich nichts lose rütteln. Dann mal kurz schauen, ob alles fest ist. Vorne genau das gleiche Spiel. Spanngurt. Hier auch noch so schön aufgerollt. Einmal überprüfen, einmal durch die Hände gleiten lassen, dass der halt hier, wie man halt sieht, auch die neuen Spanngurte sind halt so ein kleines bisschen hier vertüdelt. Mal kurz ein bisschen vorgreifen. Dann greift ihr euch hier wieder das mit durch. Den oberen, also diese Schelle immer unten durch, oben rüber überlappen lassen. Und dann zieht ihr. Und zieht und zieht und zieht, bis ihr ungefähr auf der Hälfte seid und beide Elemente habt. Und jetzt könnt ihr euch den oberen zuerst rüberschmeißen, den hinterher. Und werft euch den Spanngurt mit der Schelle einmal rüber, sodass sie halt hier hinten nicht mit überlappen. Dann müsst ihr auch kurz ein bisschen mit drauf achten. Ruhig ein kleines bisschen mit Schwung rüberwerfen, sodass halt diese beiden Zoogurte sich nicht irgendwie überkreuzen oder irgendwie vor oder hinter dem Ovalbügel sind. Also immer schön rechts und links jeweils festmachen. Wenn man das überprüft hat, zieht man sich auch hier wieder die Schelle ein Stück weit ungefähr auf die Hälfte und geht mit dem losen Ende hier wieder unten rüber. Wieder einmal schön alles gerade ziehen. Von unten wieder durch. Und dann handwarm festziehen. Das reicht schon völlig auf. Hier auch wieder alles einmal wieder rumtüdeln. Ungefähr so ein kleines Ende braucht ihr. Finger
mit dem Finger vielleicht auch hier wieder rein. Durchziehen. Finger, hier rein. Durchziehen. Finger, hier rein. Und durchziehen. So. Hier. Wenn es ein bisschen Musik macht, ist es straff genug. So, und jetzt kann man hier halt auch mal sehen, es wackelt ein kleines bisschen, aber wenn man halt auf das Auto mal schaut, ich sage immer, wenn das Auto mitwackelt, dann ist fest. Und jetzt kann man hier auch auf die Rückseite gehen, um es auch hier ein bisschen fest zu, oder hier nochmal nachzukontrollieren. Also wie ihr sehen könnt, ihr habt ein kleines bisschen Bewegung mit drin, aber das ist vollkommen okay. Ja, und gehört einfach mit dazu, also da braucht ihr jetzt nicht irgendwie Angst zu haben. Wenn das hier oben halt ein kleines bisschen drauf wackelt, wird da nichts passieren. Dadurch, dass wir halt den Dachträger schon ein kleines bisschen weiter auseinandergepackt haben und das Boot natürlich auch so ein bisschen pfeilförmig vorne und hinten zusammengeht, ist es halt rein bautechnisch auch gar nicht möglich, dass das Boot irgendwie von hinten nach vorne rüber geht. Außerdem haben wir halt hier zusätzlich auch noch den Sylrand, also das Cockpit, dieser Rahmen um den Cockpit, um das Cockpit, wo man halt die Spritzdecke mit rüberzieht, nennt sich Sylrand. Und wie gesagt, halt bautechnisch und halt auch durch den Sylrand ist es relativ unwahrscheinlich, wenn der Spanngurt intakt ist, dass das Boot von vorne nach hinten zieht und wenn ihr halt alles richtig gemacht habt. Also einmal immer hier so ein bisschen nachschauen, gucken, ob alles komplett fest sitzt. Jetzt machen wir noch das andere Boot auf der Seite hier ebenfalls fest. Wenn man jetzt hier einmal schaut, es ist ungefähr genau das gleiche, aber dieses Boot ist hier halt hochkant gestellt von dem Eckler Ovalbügel. Aber unterm Strich ist es genau das gleiche, auch wenn ihr es einfach so auf dem Autodach raufpackt. Also hier auch wieder Schelle von unten rüberziehen. Gerade machen. Hier ist wieder der obere. Den schmeißt ihr euch zuerst drauf, den hinterher. Wieder einmal gucken, ob alles gerade ist. Jetzt nehmt ihr euch hier wieder das lose Ende, geht hier einfach durch. Geht wieder unter die Schelle. Den Rest kennt ihr ja schon. Da ein bisschen handwarm hier festziehen. Und das dann hier einfach hin und her tüdeln. Wieder Halbschläge. So, wir haben jetzt alle Boote komplett verladen, festgezurrt. Nochmal ganz kurz was zur Maximalgeschwindigkeit. Fahrt bitte so um die 80 km/h. Plus, minus ein paar km/h, ihr wisst schon. Auf gar keinen Fall schneller irgendwie als 100 oder noch schneller. Also so ist das eine relativ sichere Geschichte. Ich nehme natürlich da keine Haftung, aber ich mache das seit 10 Jahren, habe schon hunderte Boote in meinem Leben verladen und mir ist bisher noch keins vom Dach geflogen. Also toi, 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 dass euch das auch nicht passiert. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen. In dem nächsten Video zeigen wir euch, wie ihr auch so einen Kajak auch alleine aufs Autodach bekommt. Viel Spaß beim Schauen.